Guten Morgen. Ich grüße euch vom Elbufer. Heute früh hatten wir einen schönen Sonnenaufgang. Jetzt zieht es gerade zu, aber Olivia sagt, wird schön heute den ganzen Tag. Voilà. Falls jemand den Elbweg fährt von Dessau Richtung Norden, der teilt sich dann in Aachen. Mal linke Flusshälfte fahren oder rechte. Bis jetzt kann ich absolut die linke empfehlen. Da geht es ganz lange auf so einem Deich lang. Ja, dann noch mal ein schönes Stück durch den Wald, Naturschutzgebiet, bis Breitenhagen. Da gibt es wieder eine Fähre, wo man da auf die andere Seite wechseln könnte. Weiß der? Weiß ich, wie schnell hinlaufen zu denen? Der weiß nur super. Ja, ja, aber. Der ist eigentlich nicht aggressiv, der ja. Weiß nicht. Aber da ist so schnell hingelaufen zu dem, um den anzuketten. Rottweiler. Das hat er doch noch nie gemacht. So, Popo tut weh. Wird Zeit für eine Pause. Sonne kommt leider immer noch nicht richtig raus. Moin. Hallo. Ich mag das ja so, wenn das manchmal so brennt von oben, also die Sonne brennt. So ein bisschen mehr die Extreme. Mag ich vom Wetter her. Außer Sturm. Wind, Sturm kann ich nicht so leiden. Jetzt können wir in irgendein Nest rein. Was ist denn das? Das müsste Breitenhagen sein. Okay,
keine Ahnung. Steht kein Schild. Hallo. Hallo. Wir haben auf die andere Flussuferseite gewechselt. Schlechten Moment, die Kamera eingeschaltet. Und fahren gerade durch ein Naturschutzgebiet zwischen Aachen und Barby. Später kommt dann Ken. Aber nicht den offiziellen Elbradweg, deswegen ist er gerade ein bisschen hubbelig. Einfach so ein Waldweg. Und hier gibt es sehr viele Linden. Oh, ein paar Ahorn. Wir suchen gerade noch einen geeigneten Rastplatz. Aber was ist der Nachteil? In der Vegetationsperiode in den Mischwäldern oder Laubwäldern ist es alles so zugewuchert, nicht so ganz einladend, sich da auf den Boden zu legen und zu setzen. Gerade so eine Straße zwischen Flöz und Gödnitz, muss man nicht kennen. Da kann man eine halbe Stunde in der Mitte fahren und da kommt kein Auto. Ist aber gerade nicht mehr der Elbradweg, wie öfters mal bei uns. Mach nur Speed fahren.
Da vorne müsste irgendwo die Elbe liegen. Und da kommen wir wieder auf einem offiziellen Elbradweg. Die rechte Uferseite. Wir nähern uns von Osten. Ah, da ist er. Ah, ich fahre mal ins Ufer. Ich gehe mal gucken. Der Elbe gucken. Schön. So, kommen wir noch weiter runter. Ja, hier ist mal einer. Was mir aufgefallen ist. Eine griechische. Aus Griechenland. Das kannst du ja nicht erkennen. Ja, das sieht man selten. In einem kleinen Dorf, Krötnitz, haben wir unser Trinkwasser vor uns aufgefüllt. Da gucken wir mal, wer arbeitet gerade im Garten, wer tut sein Auto waschen, putzen. Und da halten wir an und fragen. Die sind immer meistens sehr nett. Zuvor kommt uns Leitungswasser zu schenken. Ja, ich habe 3,5 Liter mit. Da kommen wir ganz gut über den Tag. Einmal am Tag Wasser auffüllen.